Hallo liebe Leute, jetzt ist schon bis gleich. Das heißt, ich setze den Eimer Wasser noch und dann gehen wir ab. So, wo ist denn jetzt am meisten? Hier könnte ich den reinsetzen, weil hier ist noch nicht schön, denke ich, und ich muss da auch noch rahmen. Das heißt, wie gesagt, ich setze das Wasser erstmal hier rein und nehme dann bei Zeiten immer neues Wasser mit. Was denn? Ja gut, das muss ich nicht wissen. Kann ich hier das Wasser wieder aufheben? Nee. Was wäre das denn? Wieso ist denn da das? Was ist das denn für ein Zeug hier? Gravel. Nee, das lasse ich doch nicht hier. So. Jetzt mal gucken. Wieder hochbringen. Den Eimer nehme ich mit. Hatte ich ja gesagt. So, und dann gucke ich mal, wo die Tanke ungefähr ist. Tanke ist hier. Ich mache mein Dingens hin, Quick Wave Quarantine. Und tingle mal in die Richtung. Also Lehm hole ich mir tagsüber und dann andere Zeugs, ne? Die Steine nachts. Dann müsst ihr nicht unbedingt beibleiben in der Aufnahme. Erstmal unter dem blöden Baum weg. Ja, es sieht schon aus, als wenn ich die Landschaft verändern könnte. Dann hier vielleicht ein bisschen Holz noch holen. Weil ich brauche hier auch noch Cobblestone-Frames. Seht ihr, hier sind die Bäume älter und hier fangen sie bei 1000 an. Naja. Der müsste sich sechsmal überschlagen und dann unten ankommen. Da bin ich mal gespannt drauf. Hilft dann warum? Ich habe mir das jetzt so überlegt. Wenn ich jetzt eine lilane Schaufel habe und die kaputt war und ich die wieder fertig gemacht habe, dann sind bloß die Anzahl der Schläge weg. Also nicht mehr so lila-mäßig, sondern nur noch blau-mäßig oder grün-mäßig. Und aber die Qualität der Schaufel bleibt gleich. Das heißt, wenn ich da mit der lilanen Schaufel 30 Stück weggehauen habe, kann ich mit der orangenen Schaufel auch nochmal 30 Stück wegpannen. So. Also Schaufel schließt sich doch ein wenig ein. Uff, uff. Oh ja, da rutscht das schön. Da rutscht das schön. Schön. Das finde ich am besten, am meisten spaßig. Mit dem ganzen, ja, wie soll ich sagen, rutschen ist falsch. Aua. Ja, hier habe ich ja noch gar nicht mitgerechnet. Was ist denn das Rote da vorne? Kann ich das sehen? Moment. Ach, das ist ein Blutnest. Ja. Ich wollte euch auch, ich habe im Laufe der. Ich habe meine Aufnahmen nochmal angeschaut und habe da was gesehen, was ich weiterhin interessant finde und wovon ich auch schon gesprochen habe. Und das wäre, weiß nicht, ob ich das jetzt von der Seite aus sehe, dass hier im normalen Stein auch noch Ressourcen gelagert sind. Und dann wollte ich eigentlich eben zeigen, aber jetzt sind wir auf der falschen Seite. Federn brauche ich wieder. Habe zwar noch 500 und 500 Pfeilspitzen, aber die gehen auch irgendwann mal aus. So, hier ist das Haus, was mir ein wenig Verdruss gemacht hat, weil ich nicht mehr wusste, ja, hier sehe ich das nicht. Wo dann die Ressourcen direkt am Stein, an der Steinoberfläche sind, aber in dem Haus war ich glaube ich auch noch nicht. Das heißt, wir können hier in aller Ruhe gucken. Doch, ja, weiß nicht, ob ich hier schon war. Aber hier ist komplett frei. Doch, dann war ich hier schon. Empty. Empty. Ja, Tür ist auch auf.
Sicher waren wir hier schon. Wie geht's zur Garage? So, jetzt das Reparieren wird jetzt immer schneller, je mehr die kaputt sind. Hintereinander, in kürzeren Abständen meine ich. Aber ein Wegschlagen tut die immer noch ganz gut. Jetzt im Moment 10, das ist nicht so toll. Vielleicht weiß ich das auch. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch beobachtet. Die kann ich nicht selber machen im Moment. Die kann ich nicht selber machen im Moment. Und der Rest bleibt liegen. Da ist eh nichts drin. Komm rauf da. Na, rauf, habe ich gesagt. Hat er hier zu melden? Nix. Das nehmen wir mit. Ein bisschen essen. Ich habe zwar jetzt im Moment genug, aber soll ich hier gucken, ob ich hier... Safe hinter hab. Das sind jetzt bloß 550, habe ich ja gesehen. Oder so. Muss repariert werden. Ist ja wieder klar. Geht ja nie anders. Dann nehmen wir die reparierte hier rein und kloppen uns damit. Das sind jetzt insgesamt 550 Wertigkeiten. Also meine Katzen sind völlig bescheuert. Einerseits sitzen sie da und beißen sich, und andererseits sitzen sie direkt nebeneinander und schmusen miteinander. Also manchmal weiß ich auch nicht, woran das liegt. Aber die Kleine lässt den Großen auch nicht in Ruhe. Das ist so, wie bei Raben, wenn die hinter Wölfen herziehen und die im Schwanz picken. Um dann zu sehen, wie schnell sie weg sind. Also ein Rowdy-Verhalten, sag ich mal jetzt einfach. So, jetzt haben wir den einmal hier, den Safe. Jetzt machen wir den auch auf. Ja, die zieht schön was ab. Ich meine, so um die 25 hatte ich gerade irgendwie gesehen beim ersten Schlag. 24 jetzt. Aber ich bin völlig zufrieden. Also im Moment geht das ab, das Spiel. Als wenn es das bezahlt bekommt. Gestern die Aufnahme. Die dritte Aufnahme habe ich vergessen zu starten. Das heißt, die zweite Aufnahme vom Tag 16 hat Überlänge. Ich habe eine ganz hantige Riffel mit 7 Schuss hier. Ich glaube, 50 Schuss haben wir noch zu Hause. Ja, das hat sich ja jetzt gelohnt. Leck mich doch einer drin. Fully Dival, das sind wir jetzt. So, jetzt eben raus, raus, raus. Runter, raus, habe ich gesagt. Raus, raus. Guck nach, wo das Ding ist. Obwohl, den brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, hat sich auch nicht gelohnt. Da hinten, ach, da am Arsch der Welt. Ne, wer will denn da wohl hin? Ne, da wollen wir nicht hin. Ich werde zusehen, dass ich hier irgendwo hinkomme. Und, das Spiel dann da weitermachen. Den Bogen habe ich in Gelb gecraftet, was ich absolut fantastisch finde. Seht ihr, also wenn man da richtig gut gelevelt hat, dann ist das genau ein Schuss und das Vieh, der Zombie
Ist ein wenig kopflos. Boah, ich finde das so scharf, ey. Jetzt ein bisschen hier schon. Muss denn jetzt gerade rennen? Der hat mich doch wohl nicht getroffen, oder? Ich habe den doch wohl nicht getroffen, irgendwo am Ohr oder so. Trotzdem könnte er jetzt zusammenbrechen. Wo ist denn das Vieh hin? Wo ist das Untier mit den Hörnern? Da unten. Also ich verstreue jetzt auch wieder ganz liebevoll Pfeile. Der Hirsch ist da hinten beim Bären vorbei. Den Bär muss ich immer noch nicht haben. Vielleicht könnte ich den mit der Hunting machen, aber wir lass mal stecken. Boah, die Hunting ist lila, ey. Ich glaub's ja nicht. Ist das geil. Dann kommen wir da gleich zu der Tanke im Schneegebiet. Ich guck mal nach, wie kalt das da ist. Und ob ich vielleicht noch was anzuziehen suchen muss. Ja, und hier die Gegend gefällt mir natürlich auch viel, viel besser als die Wüste. Hier ist noch Potassium. Kann ich mir auch noch irgendwann holen. Aber da ist noch ein Hirsch. Ja, ein Kopfschuss ist schön. Und das Messer ist hier. Jetzt bin ich voll. Also Fleisch kriege ich schon mal mit. Den hier kann ich scrappen. Kann ich hier noch die Heiz mitnehmen? Das Fett muss ich wieder liegen lassen, oder? Ne, den Eimer lasse ich nicht hier, aber den könnte ich noch essen. Jetzt nehmen wir noch die Bones mit, aber Fett ist schon weg. War eh kein Fett, keine Fette in der Nähe. Die Bones kriege ich gar nicht mit. Naja, egal. So, und wo wollte ich jetzt hin zur Tanke? Was will ich da, wenn ich voll bin? Da habe ich doch wieder keine Ahnung von. Wo ist meine Hütte? Hier müsste die sein. Und dann erstmal wieder leer machen gehen, ist klar. Gehe nicht gerne zu einer Tanke, wenn ich noch nicht mal das Benzin mitnehmen kann. Das macht ja wohl keinen Sinn. Also gehen wir erstmal wieder nach Hause, leer machen. Ja, das war sehr schön getroffen, bis auf die Tatsache, dass der Sack wieder aufsteht. Zack. Ich meine, warum soll ich die Zombies leben lassen? Ich habe genug Munition. Ich habe genug Möglichkeiten, welche herzustellen. Und scheiß auf die Schweine jetzt. Also mit dem Kackhaufen, den wir in den Toiletten finden, da muss ich nochmal ausprobieren. Angeblich ist da irgendwas mit dem, dass der die Zombies weghält oder anzieht. Ich weiß es noch nicht. Wo ist meine Hütte? Ich denke hier.
Ja, sieht schon gut aus. Wir sind ganz in der Nähe. Na gut, hier muss ich auch noch irgendwie ein Wegchen machen, dass ich hier direkt aufs Haus komme, aber das mache ich erst, wenn das Haus weitergebaut ist. Was macht das Wasser? Es ist nur noch ein Rinnsal. Also der Eimer hat sich da auf dem Boden verteilt und sickert langsam weg, so wie das aussieht. Habe ich nur 11 Plätze frei? Kann das doch wohl nicht sein, wa? Was brauche ich denn alles? Ich brauche erstmal eine kurze Pause. Ich sage Entschuldigung für die kurze Aufnahme. Ich sage mal bis gleich.